Weiter geht's mit Starboard. Es war mittlerweile eine neue Aufnahmesession, aber wir machen genau da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Und zwar hier die Höhle zu erkunden. Und nicht wundern, wir haben angefangen zu spielen, da war schon mitten in der Nacht. Deswegen klinge ich vielleicht etwas müde und auch ein bisschen heiser. Aber ich wünsche euch trotzdem ganz viel Spaß mit der Folge. Du kannst an den Wänden die Knochen da abbauen, dann bekommst du irgendwie ein neues Rezept. Oh, okay. Also was ist das eigentlich für eine komische Pille oder Radiergummi oder was auch immer? Letztes Mal ist in die Luft gegangen und ich bin fast gestorben. Nee, hä? Keine Ahnung. Ja, siehst du diese Knochen im Hintergrund da über dir? Ja. Genau. Oh ja. Wurfknochen gelernt. Und noch irgendwas anderes, aber ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Ich auch nicht. Irgendwelche kombinierten Knochen oder so. Oh, hier ist wieder irgendeine Struktur. Und ein Gegner? Oh Gott. Ich bin nearly dead, ich sollte gar nicht mehr fighten. Ich mache das mit Wurfsperren. Würde ich sagen, hätte ich nicht die ersten zwei daneben geworfen. Sehr gut, hat sich erledigt. Nein. Bist du dead? Nee. Aber da ging es tief runter. Hey. Das hier ist so ein komisches Ding. Wenn wir die Wurfspiele rauskommen. Vergiss nicht, wenn du den Hintergrund abbaust, da sind ja auch ab und zu mal im Hintergrund Erze, dann bekommst du die Erze raus. Ja. Hier wieder Silberohr. Das nehme ich mit. Da sage ich doch nicht nein. Boah, was geht denn hier ab? Wie viel Erze? So, sehr gut, nimm alles mit. Ich bin ja auch fleißig am Sammeln. Schön in die Tasche gesneakt. Ja. Ich weiß nicht, magst du für deine Videozusammenschnitte von mir auch noch das Videomaterial rüberbekommen, dass du ab und zu mal in dein Video so hin und her schneiden kannst? Ja, habe ich auch schon überlegt. Ich kann dann einfach bei deinen VODs wahrscheinlich reingehen, ne? Bei meinen was? Deinen VODs auf Twitch, also deinen aufgezeichneten Videos. Hab ich da aufgezeichnete? Ja, hab schon heute welche geguckt. Achso. Ja, das war wahrscheinlich über Dingens, oder? Project Zomboid, oder? Genau, und halt unser Start hier. Ja, ja. Das Ding ist halt, wenn ich livestreame, dann hängt das Spiel bei mir. Ich hab's gesehen. Hab ich so Hänger, ganz viele. Und deswegen kann ich halt nicht live streamen. Also bei Project Zomboid funktioniert das, aber dasselbe Problem hatte ich auch in Terraria. Hast du irgendeine Idee, woran das liegen könnte? Gar keine Ahnung. Also bei Project Zomboid funktioniert's. Ich dachte, vielleicht hast du eine Idee, woran das liegen könnte, weil du benutzt ja auch OBS. Naja, bei dem Livestream habe ich leider gar keine Ahnung. Also hast du bei Terraria gesagt, dass dein PC ziemlich gut ist, ne? Hab ich richtig verstanden? Mein PC ist sehr, sehr gut, ja. Also was heißt sehr, sehr gut? Wahrscheinlich jetzt nicht mehr so gut wie damals, aber ich habe einen 3060 Ti drin. Ja, locker. Ich habe eine Wasserkühlung, ich habe drei Ventilator, die ganze Zeit rumblasen da. Also es ist... RAM ist halt bei mir ein bisschen kacke. Wir haben 16 RAM oder so. Ja, habe ich auch. Könnte man verbessern, aber sonst... Ne, das geht alles sehr gut. Also daran dürfte es nicht liegen. Das ist wahrscheinlich einfach irgendeine Einstellung bei OBS oder so. Ja, wie gesagt, also bei Project Zomboid funktioniert es immer sehr gut. Hast du dir die Videos auch von Project Zomboid angeschaut? Ich habe kurz mal reingeguckt. Das ist so witzig, ich liebe das Game, das bockt sich auch sehr. Ah! Oh, okay, never mind. Oh, hier ist so ein hässliches Schleimding. Ja, ansonsten könnte ich einfach über OBS aufnehmen und dir das Videomaterial von mir rüberschicken. Ja, die Frage ist halt, schickt man das? Wahrscheinlich einfach wie Bilder. Ja, aber das ist ja eine riesen Datei dann. Ich meine, Discord geht, glaube ich, wenn du kein Nitro hast, du bist 8 Megabyte, oder? Dann über WhatsApp? ja, könnte man probieren. Ich meine, das sind dann schon so 5-6 Gigabyte wahrscheinlich, ne? Ja, oder ich mache halt immer wieder mehrere Schnitte. Also ich meine, wenn wir jetzt eine Stunde spielen, dann werden jetzt nicht so viel bei rumkommen, oder? Kommt auf die Qualität an. Also bei mir ist so eine Stunde Videomaterial, also meistens 4 bis 5 Gigabyte. Okay. Aber es sind halt auch so kleine Spiele hier, also das heißt klein, aber halt geringe Auflösung. Das heißt, die Projekte oder die Dateien werden nicht so groß. Aber ich denke mal, wir können uns da mal irgendwann hinsetzen und einfach mal gucken, ob wir das Problem gefixt kriegen mit dem Livestream. Ja. Oh shit. Ah, oh, Mann, ey. Ich hab mich verbaut. Ja, ich hatte auch nur noch 4 Leben. Ich hab 24 Fallschaden bekommen, da war ich installiert. Boah!
Oh lol. Hast du ja was richtig Episches dort gefunden, oder? Nee, einfach nur nochmal so Manipulator-Upgrade-Stückchen. Ja, wo braucht man echt viele, ne? Das ist bodenlos. Ist halt die Frage, wie lange sie wieder noch umgehen wollen. Ich hab Angst zu sterben, weil wenn wir hier sterben, dann ist auf jeden Fall... Genau, wenn wir beide dead sind, dann ist hier im Arsch, ne? Dann ist Schicht im Schacht. Dann ist Schicht im Schacht. Ja, wir kommen halt extrem schwer hoch wieder, ne? Ja. Alles, was wir nach oben gegangen sind, ist nach unten gegangen sind, das müssen wir auch wieder hoch. Ich hätte halt gerne noch ein paar mehr Ressourcen, glaube ich. Ich weiß ja nicht genau, was das alles kostet. Ich hätte mal vorher mal gucken sollen. Ich habe insane viele Ressourcen. Ich habe ganz schön viel Erz gefarmt. Das ist schon mal sehr gut. Kannst du gleich mal sagen, wie viel du hast? Ja, lass mich kurz in meinem Inventory schauen. Und zwar hier Ich habe an Erzen. Also ich vermute, dass ich viel habe. Ja, ich habe 42 Kopperbahnen. Ich habe 5 Silberbahnen, ich habe 37 Copper Ore, 37 Kohle, 43 Iron, 50, also Iron Ore und 50 Silber Ore. 50 Silber ist stark. Und 11 Gold Ore. Ist ja schon mal ganz ordentlich. Ist gut für den Anfang. Ja. Ich habe ja auch noch ein bisschen was. Können wir dann zusammenschmeißen und mal gucken, was wir daraus machen können. Ja. Hier ist gerade noch eine Erzequelle. Wenn wir schon mal hier sind, meine ich, dann guck ich mich auch noch mal ein bisschen um. So, jetzt habe ich wieder das Silberrohr gefunden. Noch genug für Holz. Für Fackeln? Ja, sehr gut. Schade, dass es keine Map gibt. Oder muss man die noch finden? Das werden wir wahrscheinlich in der Zukunft erfahren. Ja. Ich denke mal, irgendwie wird es schon eine Karte geben. Ich bin in einem Lava-Gebiet umgelandet. Oha. Hier ist Lava. Kann da mal Just for Fun reinspringen. Ja, lieber nicht. Nee, aber ich hab hier Wasser runtergebracht und jetzt habe ich hier Obsidian. Das ist ja gut. Ich versuche das abzubauen, aber es dauert ja ewig lang. Okay, ich habe das erste abgebaut bekommen. Und zwar habe ich jetzt Magma Rock bekommen. Okay. Okay. Keine Ahnung, was das bringt, aber. Oh shit. Geil! Was hast du gefunden? Core-Fragment. Oha, sehr gut. Die Frage ist halt, ob wir die beide brauchen. Ob das jetzt reicht, wenn du die findest, dass ich dann auch gleich mitgefunden habe. Ich würde sagen, dass es reicht, wenn eine Person sie hat. Das müssen wir halt aber ausprobieren. Ich kann es nicht safe sagen. Ja. Weil das Spiel schon, man merkt das ja auch bei dem Bauen und so beispielsweise. Das kann dein Teammate sehen und so. Das ist schon sehr Teammate-basiert, glaube ich. Also ist gut für den Multiplayer gemacht, das Game. Ich muss sie auf jeden Fall gleich finden. Du hast noch das Steak und das Popcorn. Ich bin am Verhungern. Ja, ich bin nach rechts gelaufen. Immer weiter runter und runter und runter. Okay. Ne, weiß ich jetzt auch nicht. Oh, Alter, hier ist richtig viel. Ich glaube, ich habe genug Fragment. Oha. Also 20 brauchten wir ja. Ja. So 100 Gegner im Weg gespawnt. Ja, ich werde es nicht mehr zu dir schaffen. Oh, wow, wow. Gerade gesehen, wir haben hier oben ein Lager mit Essen drin. Auch, also stirbst du nicht, okay, oder? Ich bin schon gestorben. Ach so. Aber? Du kannst dich doch auch nach oben porten. Wie nach oben? Hallo. Ach so. Hallo? Gut, muss ich nur mal gucken, wo ich gestorben bin. Du musst weiter nach links und weiter nach oben. Okay, use the core fragments to activate the gate. Ach, das, was du da abbaust, sind Core Fragments. Diese roten Charts, ja. Da? Ah. Ja. Ja, doch, hier. Mein Fortschritt geht auch hoch oben rechts. Perfekt. Sehr geil. Aber meinst du schon 100%? Geht der erst hoch, weil du jetzt in meiner Nähe bist, oder wie? Anscheinend. Wie das ich habe leider alle meine Blöcke verloren. Ich muss ein bisschen sparsam sein. Warte, ich habe ja Blöcke. Okay, der ist scheiße platziert, der auch. Okay, der war auch kacke platziert. Egal, ich komm schon daher. Hier, ich droppe dir mal von mir welche. Oh, was? Wo sind denn meine Dirt? Hier. Warte, so, wie war das? Mit Rechtsklick Q. War das. Dann Q. Okay. Hier. Danke. Gerne. Wo ging es dann jetzt weiter? Ah, da, genau. Oh Gott.
Ich werde hier richtig panisch, ne? Und wichst so schnell manchmal. Ja, das ist auch das Ding, was mich ab und zu mal so oft, was heißt ab und zu mal echt oft umbringt. Es bringt mich aber um. Ah ja, da oben liegen meine Sachen schon. Sehr gut. So ein komischer Schleim hier. Aber das ist auch kein Problem. Ach so. Ach ne, ich habe 3 Core-Fragmente aufgesammelt bei dir. Vielleicht, weil ich genau dann in dir gespawnt bin. Ah, das kann natürlich auch sein. Ich probiere jetzt gleich mal aus, ob das reicht, wenn ich das hab. Ansonsten weißt du ja, wo man farmen kann in diesen Lava-Biomen. Ah ja. Ja, ich schaff's einfach nicht. Wir gehen jetzt erstmal wieder raus, oder? Ja. Okay, ich hab's geschafft. Und zack. Nein. Uah. Okay, jetzt. Oh, Gott sei Dank. Warte, lass mich auch noch schnell hochkommen. Okay, und hier war unser langer Tunnel, oder? Nee, das war nicht der. Boah, richtiger Baumeister hier. Was ist denn da los, ey? Gott, gut, dass man schwimmen kann von Anfang an. Oh, nee. So, wo lang jetzt? War es hier lang? Egal, einfach hoch. Oh Gott. Immer den Fackeln folgen. Und nach oben. Genau, ich glaube, dann ist... Och, nee. Komm, wir hauen einfach ab. Das Fickviech schon wieder. Alles gut? Danke dir. Ne, ist überhaupt richtig. Ja, doch, hier oben war Licht, glaube ich. Ja. Ja, hier ist unser Loch. Oh, ich will nicht gegen den fighten. Aua. Oh! Na, sehr gut. Ich glaube, ja, ich bin fast tot, ne? Jo, ich mach das. Okay, ja. Ich kann hier einfach durch. Oh, sehr gut. Okay. Oh, was hat der gedroppt? Harden. Ah, da hab ich das eingesammelt. Irgendwas mit. Oh, ich dachte gerade, ich kriege jetzt schon mal Fallschaden. Da laufen wir hier mal ein bisschen Licht. Genau, das war dieser Tunnel, den wir bauen wollten, aber wo wir ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr weiterkamen. Oh, Freiheit. Okay, magst du auch herkommen? Dann probieren wir das zusammen aus. Vielleicht passiert hier jetzt irgendwas Spannendes. Komme. Okay, ich bin da. Und wusch. Ja. Siehst du? Okay. Okay, ohne Nachricht. Die ist aber... Man kann sich dahin. Please come. Urgently, you can help you. Nein, lass uns da noch nicht durchgehen. Okay. Gehen wir noch nicht... Jetzt müssen wir erstmal die ganzen Materialien verwerten, die wir haben. Würde ich auch sagen. Und uns krasse Rüstung und so. Nicht, dass wir dann nicht mehr hierher kommen können. Okay. Dann schauen wir mal. Wo war das? Hier war das. Nee, das war nicht hier. Das war in der Schmiede. Genau. Also, wir können diese Deputy, dafür brauchen wir Woven Fabric. Und ich könnte jetzt eine Iron Assault Rifle und einen Iron Revolver machen. Die schießen ohne Munition, oder wie? Das mache ich, probiere ich jetzt aus. Oha. Ja, scheinbar, ja. Das ist natürlich dann ziemlich OP. Ah nein, das verbraucht Energie, wenn man mit denen schießt. Ach, Stamina? Ja. Ah, okay. Ja, trotzdem OP. Okay, jetzt ist die Frage, was willst du haben? Willst du einen Revolver? Ich gehe auf Nahkampf. Gibt es Nahkampfwaffen? Nee, glaub nicht. Doch klar, ich habe hier Eisenbreitschwert, Eisenkurzschwert, eine Tungstenaxt. Ah, okay. Okay, also, warte mal, dann hab ich's voll übersehen. Eisenbreitschwert? Wirklich? Ja. Mein Amboss hier direkt. 2. Reiter. Oder sie haben unterschiedliche Sachen, weil wir unterschiedliche Klassen genommen haben. Jetzt verstehe ich. Ah, okay. Ja, das daran liegt's. Oh. Ja gut, ich hoffe mal, du bist zufrieden mit mit Fernkampf. Du kannst keine Waffen und so, du kannst keine Waffen craften, ne? Nee, bei mir ist alles Nahkampf. Okay. Magst du Waffen haben? Nee, ich mag Nahkampf. Ich habe da Glück gehabt. Okay. Alter, und ich renne hier mit meinen MGs und so rum. Ich glaube, es wird Eisenzahnstocher ankommen. Top. So, ich mache jetzt erstmal mein beim Schild. Kannst du mal schauen, ob ich dir mein Schwert zugeworfen habe? Oh, Ich habe es nicht mehr im Inventar. Ja, das kann gut sein. Das da, glaube ich, noch. Ja. Perfekt. Top, okay. Dankeschön. My bad. Was soll ich mir jetzt gerade herstellen? Genau, ich brauche noch mehr Holz und das war's eigentlich auch schon. Ich kann mal ein paar Bäume ernten. Ich kann mir meine Sache noch nicht leisten. Oh ja, ich auch nicht. Ich brauche auch Bäume. Boah, wir haben auch genug hier. Ja.
dauert aber. Tja, das reicht mir. Jo. Ich hau dann gleich mal die Setzlinge wieder hier hin. Okay, wir können den nächsten Samen wieder. Learn Crafting Perepele. Was ist denn das an? So, hier ist Saplings. Perfekt. Oh. Geh mal hier. Hier oben. Bei den Blueprints auf Licht und schau mal, was für Dinge du dir freigeschalten hast da. Blueprints auf Licht? Warte, ich komm gleich mal. Weil ich habe hier Laternenstick und den kann man ausrüsten, da kann man Licht haben, ohne dass man eine Fackel oder so in der Hand hat. Oh, dafür brauchen wir aber Oil, also Öl. Warum krieg ich mir das hier? Aus dem Meer irgendwo? Keine Ahnung. Schwierig. Also schwierig zu beantworten. Kannst du auch ein Schild craften? Ich kann ein Schild craften. Ja, ich hab's mir gerade hergestellt. Ich hab nur keine Ahnung, wo ich's hinpacke. Einfach oben mit in die Hotbar? Okay. Ah ja. Wie viel? Nee, hä? Sicher? Ah ja. Ah, jetzt. Wie hast du es gemacht? Ich hab's einfach oben in die Hotbar gezogen und dann verwendest du es mit Rechtsklick. Ist es eine Hand oder zwei Hand? Das ist eine gute Frage. Schau mal, ob es zwei Slots belegt oder nur einen. Oben einfach. Achso, nur einen. Okay, dann habe ich was für dich. Hier. Kombinier das mal damit. Also was haben wir da? Damage by Swing 10 und Rate of Fire 9. Oh, das war's falsch. Oh ja. Die Frage, ich glaube, dafür ist es da, ja. Was genau das Shit nochmal bringt. Also sieht auf jeden Fall cool aus, aber ob es stark ist, ist halt die Frage. Ich guck mal kurz, was ich noch machen kann für Einhandwaffen. Ich kann auch Basic Shield machen, ansonsten kann ich natürlich hier den Revolver machen und Tungsten Bars, aber die haben wir noch nicht, diese sogenannten Tungsten Bars. Ah, da steht One-Handed immer bei, ah, oh, okay. Was piept denn hier so? Was ist da am Verhungern? Ja, fuck. Hast du was zu essen? Ja, du müsstest noch Popcorn haben und Steak. Aber ich bin nicht mitgestorben. Boiled Rice kann ich craften, ja. Zweimal. Und Roasted Mushrooms. Oh, sick. Sehr gut, das mache ich mir auch mal welche. Oh, schnell essen. Dann packen wir das da hin. Ja, oh, naja. Was macht meine Rüstung eigentlich gerade? Gibt die irgendwas? Schau mal, wenn ich lang genug gegen irgendwas schieße, dann geht's kaputt. Okay, Wooden Fabric hier. Brauchst du noch irgendwas an Materialien, also an Ohrs oder so? Ne, ich glaube nicht. Ich guck mir gerade, was ich mir hier für Rüstung herstellen kann. Okay, ja, ich muss noch das Iron schmelzen, weil ich ziemlich viel Iron brauche. Ich glaube, mehr als Eisen geht nicht, was wir uns herstellen können gerade an Rüstung. Ja, diese Baden da, diese Tungstenbahn, die haben wir noch nicht. Die hören sich auch ziemlich special an. Ich muss noch mal ein paar Basenpalmen gehen, glaube ich. Ja, brauche ich auch. Aua. So, hoffe mal, das reicht. Dann müsste ich ja mal gucken, ob ich mir Bandagen herstellen kann. Boah, hab mich gerade fast etwas umgenietet. 10 Stück brauche ich noch. Oha, reicht das? Oh ja, easy, okay. Okay. Kannst du die Bandagen herstellen? Guck ich gleich, ich stelle mir jetzt erstmal hier die Rüstung her. So, Brustplatte, Helm und noch die Hose. Wir haben ein Achievement bekommen. Oh, ich jetzt auch. Ich bin gespannt, wie deine Rüstung aussieht. So sieht meine aus. Ich muss hier erstmal die ganzen Sachen drüber packen. Scheiße, Boomer kommt endlich mit. Hässlich aus. Danke. Scheiße. Oh, ne, das war nicht der Plan. So. So. Und so. Eieiei. Ja gut. Du siehst aus wie ein mächtiger Krieger. Ja, danke. Naja, geht so, ne? Du siehst aus wie Indiana Jones. Das stimmt. Okay, Salve kann man hier craften, aber hier wird nicht gezeigt, was ich dafür brauche. Das hat ja gar nichts gebracht zu essen. Plant Fiber. 4 Plant Fiber für eine Salbe. Oh, das ist ja nicht so teuer. Ah, schau mal, in dem Inventar gibt es... Das ist ja krass. In dem Inventar gibt es ein Crafting-Rezept, Nova Kit Flag. Und die kann man platzieren und da kann man sich irgendwo hinporten, wo man sie platziert hat einfach. Oh, okay. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. So krass sind die Bandagen jetzt nicht. Ah, du hast die Bandagen gecraftet. Ich habe mir Salben gecraftet. Die healen ordentlich, schau mal, über längere Zeit. Achso, ich habe mir auch Salbe hergestellt, ja. Okay.
Ja gut, dann sind wir fertig equipped, oder? Ich weiß nicht genau, kann man sich nicht irgendwie noch eine... Nee, eigentlich nicht noch. Also, hast du denn noch nicht eine bessere Waffe gecraftet? Ich kann mir keine bessere Waffe craften. Was kannst du denn dann craften bei dem Waffenslot? Ich glaube, das, was mir gegeben hast, ist schon das Beste, was ich nehmen kann. Egal, lass einfach los. Brauchen wir irgendwas Leistes zum Kochen? Nee. Ich habe noch eine Notfallreserve dabei. Ich esse die mal schnell. Auf Glück ins Verderben. Ich meine, gucken wir uns an. Was soll da schief gehen? Okay, dann... Bereit? Teleport. Jawohl. Boah, fast hier synchron. Also mal sehen, wo es hingeht. Das sehen wir aber leider erst in der nächsten Folge.